Yo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Dogma 2. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Was ist mit ihm? Oh mein Gott. Was machen wir diese Folge? Quests. Halt alles klar. Wir müssen uns vergiften lassen von Echsen. Und dann zurück in die Stadt gehen. Alter, wie wenig Damage. Okay. Oh, die ganzen kleinen Orks, die sind so nervig. Daneben. Alter, das ist so nervig, ich kann das alles abgrasen, um hier hinzugehen und dann wieder zurückzulaufen. Okay, vergiftet. Vergiftet, versteht ihr? Battle is to be avoided, I take it, Arisen. Where you do not fall, pray to the enemy's attack. True enough. Alter, wie knapp. Ich hab mich ein bisschen erschrocken. Ein bisschen habe ich mich erschrocken. Lay down your arms. Hä? Ich hab dir gerade geholfen. Wie nervig. A flawless execution. Let's aim for greater precision with our next attempt. Ja, geh doch kaputt, Mann. And I take the rest. Was war das? Was hat er gerade gemacht mit dem? Das hat jetzt weird ausgeguckt. So ein Headshot. Au. Was will denn? Lass mich in Ruhe. One might confidently call that a resounding victory. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Wir sind lauter Banditos. Ich helf dir, Rauni. Dieses Bogen schießt, ich schwör's euch. I can't wait to find out what's inside. Hier sieht's nach einer Höhle aus. Ich muss niesen. Oh, Ubi! Dankeschön! Hier ist ein Eingang. I don't know. Hier ist auf jeden Fall was. Hier hinten ist auch was. Schau, guck dir das an. Ey, ich schwör's dir. Wie sich die Vasallen ab und an bewegen, ist so Müll einfach. This might be worth a read. Shall we take a closer look? Es könnte sich lohnen, das zu lesen. Okay. Wo? Da ist irgendwas Großes unten. Hier! Ey. Was soll ich?
Jenes Bauwerk zieht meine Blicke an. Vielleicht lohnt es sich, es zu untersuchen. Jenes Bauwerk. Da guckt er hin. Der guckt genau in die Mitte hier. Okay. This way, if you please, Master. Hier ist das Ding. Hier sind so giftige Echsen. Die nehmen wir mit. Lassen wir uns vergiften. Auf Block. Hier. Was macht denn er? Er ist schon vergiftet. Vergift mich auch. Ja, so. Ja, ich wurde vergiftet. Wir können zurück. Jetzt muss ich schauen, wie ich am schnellsten zurückkomme. Ich habe mich gerade zweimal so erschrocken. Einfach querfeldein. Ich glaube, das ist der beste Plan. Einfach so reinzuballern. Wer. This calls for a curative. Das Ding ist ja, sie darf mich nicht heilen. Wenn sie mich heilt, dann bin ich am Arsch. Was? Die sind wieder da. Hier komme ich auch hin, oder? Der hat Damage bekommen. Von wem denn? Hier wäre es eigentlich reingegangen in die Stadt. Und ich bin über die Seilbahn gefahren. This way, if you please. Oh. Wehe, die hält mein Vergiftetsein. Oh, ich dachte, sie hat mein... Jetzt kurz davor. Oha, fabelhaft, wie ich sehe, ist das Gift der Aspe-Echse in euren Adern fleißig. Kommt, gestattet mir einen genaueren Blick. Dann wollen wir mal sehen. Erweitert Pupillen, geschwollene Zunge und was erst in euren inneren Organen vor sich gehen muss. So viel zu studieren. Alter, schneidet mich der jetzt auf? Großartig, ich würde sagen, ich habe alles gelernt, was zu lernen gibt. Ich stehe in eurer Schuld. Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ihr mir das in Gefallen tun würde. Ich hatte diese Aufgabe bereits vielen aufgetragen, doch ihr seid die erste Person, die sie auch erfüllt. Ich werde euch dafür danken müssen, sobald meine Forschung endlich Früchte trägt. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Ich möchte, dass ihr euch dem Gift eine Vene habe aus... In der Venie habe ich aus, jetzt diese prachtvolle Kreatur jagen in Schwärmen, sie bombardieren ihre Beute aus der Luft mit verheerenden Angriffen. Jetzt beeilt euch und kommt erst wieder, wenn ihr vergiftet seid. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich wusste nicht, dass das eine längere Quest wird.
is a ladder. Shall we see where it leads? We ought to put it to good use. Wo ist eine Leiter? We hunt venom harpies hier. Next. Though I suppose we are the quarry. Let us begin by seeking out the beasts. Hier ist eine Leiter, hat sie gesagt, oder? I can guide you to the vicinity of our destination, master. You have our gratitude. Lead the way. Warte mal. Beginn zuerst schlafen, denke ich, oder? Wie sieht es mit unseren Gegenständen aus? Wir sind mittelvoll, das geht eigentlich sogar. Warte mal, wenn wir schon hier sind, dann lass... This tavern, aye, even pawns. So long as they've coin for their ale. Konzert. Bin ich doof? Wo ist denn das Schlafdings? Hier ist irgendwas drinnen. Ja, okay, wenn wir schon da sind, gucken wir, was sie hier von mir wollen. Von außen wäre es auch raufgegangen. Hier muss irgendwas liegen. Gar nichts einfach. Mir zeigt es aber hier was an. Dann liegt es unten. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall ein Gasthaus. Und wo ist das denn? Hä? Okay, hier drüben. Hier drüben ist das Gasthaus. Warum verliere ich überhaupt Ausdauer? Ich dachte, ich bin in der Stadt. Ich bin hier gar nicht in der Stadt, lol. Wir legen kurz Sachen weg. Und mir ist, es ist noch immer so warm. Es ist Wahnsinn. Mir ist so warm. Hier ist eine Truhe hinten. Lager verwalten. Einlagern. Das sind Heiltränke, die brauchen wir. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Die Pfeile brauchen wir nicht. Den behalte ich mal zur Sicherheit. 3 Suchermedaillons. Was? Was? Goldener Käfer. Ui. Schön gesammelt. At a fair price. Wie viel? Warum ist das so teuer? Do come again. Das ist so teuer. Gönn mal jetzt da auf den Nacken, Mann. Ja, so, ist noch immer teuer. Legenden des zermalmenden Gangs. Die ersten Erzählungen der Legenden des zermalmenden Gangs kann über 1000 Jahre zurückverfolgt werden. In einer Zeit von dieser Nation. Sie beschreibt einen mächtigen Gegner, dessen Schritt so groß war, dass sie Meere teilten und Berge überwanden. Er trug wohl einen langen Speer, mit dem er alle umwarf, die vor ihm standen, und zertrampelte alles andere in seinem Weg mit Füßen. Er hielt nie an und ging immer weiter auf dem wolkenumhüllten Turm am fernen Horizont zu. Okay. Weiß ich ja nicht. So, wir gehen, bevor wir schlafen noch nicht im Hotel, sondern wir gehen mal. Wir können uns die ganze Zeit jetzt vergiften lassen. Treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Aber wir können die Schatztruhe hier nehmen. Das ist nicht so schwer. Was ich noch vergessen habe, ist mir den Käfer zu geben, oder?
Den benutzen wir natürlich gleich. Um mehr tragen zu können. Okay, obwohl hier können wir runterspringen. Alter, knapp. So, knappe Kiste. Weiter geht's. Come to think of it. Wenn ich so darüber nachdenke, was will denn der Xavier? Ich habe so gar keinen Bezug zu meinen Vasallen. Für mich sind die so auswechselbar des Todes einfach. Ich denke mir so, okay, wenn ich bessere will, dann... Boom. Nee, weißt du, was ich weiß, was ich vergessen habe. Laufbahn wieder zum... Mann. Ich weiß, ich bin lost. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Laufbahn nochmal ändern könnte. Also, ich habe ja die Laufbahn jetzt auf Max und hätte sie gern geändert, die Bogen-Max, die Bogenlaufbahn. Hier ist eine HP, oder? Ist das so eine HP, die was mich vergiftet? Nee. Wieder die Kobolde, Mann. Giftfittig, okay, das ist so eine HP. Nice. Halt. I'll be here, but standing still is harder than it looks, you know. Das sieht ja edel aus. I shall take this opportunity to observe our surroundings. Was? Okay, das geht eh. Das ging eigentlich flott jetzt. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Hält mich ja nicht. Ich schwör's dich, ich raste aus. Diese Ausdauer ist wirklich katastrophal. Aber wir gehen jetzt so viel Gift zu nehmen. Was ist das nächste Gift? Ich hoffe, dass wir irgendwo so eine Medusa finden, die was wir dann auseinandernehmen können, wo wir dann den Kopf irgendwie abschlagen können und mitnehmen können. Das hoffe ich. Es wäre nämlich gut, wenn wir die Quest dann machen können mit dem Greifen. Remarkable. So nämlich, bemerkenswert, ich kann auf den ersten Blick erkennen, wie das Gift einer Venin-Harpe euch süßes Leiden beschert. Ja, in der Tat, das Gift schreitet gut voran. Dann wollen wir mal sehen, erhöhte Temperatur, Abschirm der Haut, unfokussierte Pupillen. Hey, es gibt zu viel zu lernen. Der Typ, Alter. Splendid! Großartig, ich würde sagen, ich habe alles gelernt, was es zu lernen gibt. Ich muss euch für eure unermüdliche Unterstützung danken. Ich stehe kurz vor einem neuen Durchbruch und das alles nur aufgrund eurer unermüdlichen Anstrengung. Nun, zu eurer nächsten Aufgabe. Habt keine Angst, dies wird nicht so herausfordernd sein wie die letzte. Dieses Mal möchte ich, dass ihr mich begleitet, während ich selbst mich dem Gift einer Chimäre aussetze. Vieles in dieser Welt kann man nur lernen, wenn man die Erfahrungen selbst macht. Alter, das willst du wirklich? Meine eigene Gesundheit ist ein geringer Preis für die Förderung einer Arbeit von so anhaltender Bedeutung. Ich habe den Ort, an dem ich euch warten werde, auf der Karte. Okay, kommt so schnell wie möglich zu mir. Wir werden die Chimäre gemeinsam aufspüren. Der spinnt doch. Der spinnt doch. Okay, krasse Nummer. Aber es ist dunkel. Das heißt, ich muss schauen, ob die Quest... Nee. Okay. Weil ich kann nicht schlafen gehen. Ich will nicht im Dunkeln irgendwie raus. Zumindest jetzt noch nicht. Später dann vielleicht. Jetzt können wir um 10.000 Gold schlafen gehen. Das ist so Bullshit, Mann. Aber das ist nur, weil sie mich hassen da.
We pawns cannot set foot in Batal without Welcome and well. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. Getting proper rest is an important. Das ist so Abzocke. Nur alles zahle ich 2000 für schlafen. Er lässt mich einfach 10.000 zahlen. Starrer Blick des Drachen. Hä? Wenn du den Gegenstand Starrer Blick des Drachen einsetzt, werden Lazio-Steinsplitter auf der Karte angezeigt. Beachte jedoch, dass sich Anzahl und Position der Splitter, die gefunden werden können, mit der Zeit ändern. Sammle 3 Lazio-Splitter, damit sie sich zu einem Lazio-Stein verbinden und mächtige Artefakte des gefallenen neuen Lebens. Oh mein Gott, was hat der da gefunden? We have come into possession of Aufzeige einen jungen Händler. Ich handle nun schon mehrere Jahre im Bagbatal und habe immer noch nicht die Ziele des Forschungslabors für verbotene Magie verstanden. Ich weiß nur, dass seit 6 Monaten Gerüchte über Vasallen kursieren, die versammelt wurden, um bei der Arbeit zu assistieren. Das ist seltsam genug, da diese Batalier normalerweise nichts mit Vasallen zu tun haben wollen. Sie werden dieser Stadt wahrlich verachtet. Ich frage mich, was für Forschungen die vorhaben. An artifact capable of revealing the locations of Wakestone shards. Was? Okay. So, have you seen any statues about? Was will denn er sagen? Habt ihr irgendwelche Statuen gesehen? Solide Steinstatuen nach Ebenbild von Monstern gemeißelt? Es heißt, eine recht große Zahl von ihnen wurde vor kurzem gleich westlich der Ruine von Agamemnon gefunden. Doch hier ist das seltsame Teil, die Dinge sehen verdammt real aus, sogar so real, dass Sammler bereit waren, haarsträubende Summen an Gold für sie zu bezahlen. Hätte ich bloß auch einen in die Finger bekommen, schätze ich, werde einfach darauf hoffen müssen, dass es irgendwo da draußen mehr von ihnen gibt. Da gibt's Statuen? Was für Statuen, Mann? Hä? Das habe ich leider nicht gepeilt. Oh, okay, ich kann hier auch rauslaufen. Hier draußen gibt's Statuen, die was man sammeln kann. Und Händler zahlen dafür viel. Und dafür spricht er mich extra an. Wo muss ich überhaupt hin? Wie komme ich denn hier rein? Hier so? Ich laufe falsch. Jetzt muss ich nochmal gucken, bin ich doof? Ja doch, ich muss durch die Stadt auf die linke Seite. Ich wäre sogar richtig gewesen. Lol, ich hab's jetzt kapiert. Wir machen jetzt einfach random irgendeine Quest. Das ist eigentlich nicht so klug. Ja, okay, doch. Eigentlich müssen wir sowieso alle Quests abarbeiten. Von denen her ist eigentlich alles egal. Aber wenn wir schon da sind, wir können ja zur Laufbahn-Dings schauen, zur Gilde. Das ist hier, oder? Das muss hier sein. Ne, das ist Kunst. Lol. Hier ist. Hier hinten. Und können schauen, wir haben hier gemaxed jetzt die Laufbahn. Looking to no need to overthink it. Kein Grund, sich den Kopf zu brechen, könnte sich nach Lust und Laune ändern. Prometheus, habt ihr euch hier gefunden? Ja, 3 Stück. Oh, Ring des Triumphes. Was macht er? Eine machterfüllte Ring erhöht ein klein wenig die maximale Gesundheit, Ausdauer und das Gewicht der Ausrüstung des Trägers stemmen kann. Okay. Fähigkeiten. Was haben wir neu? Irgendwas müssen wir neu. Toxinschuss. Das ist ein Giftschuss. Und was haben wir noch bekommen? Anhöhen, Gegner und andere Oberflächen können schneller erklommen werden.
Weg damit. Und die haben wir gemaxt. Eigentlich müssten wir auf unsere erste Klasse wieder switchen, aber das machen wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Weil Toxinschuss. Verbrauchen wir aber Giftpfeile. Das finde ich gut, das mit dem Gift. Statt den Orkanschuss würde ich mal. Das Toxinschuss nehmen. Thanks. Aber ich brauche Toxinpfeile dafür wahrscheinlich. Ja. Die bekommen wir schon irgendwie. Greetings, Sir Arisen. Was passiert hier? I have a message for you. Deborah, sei gegrüßt, Vector. Ich habe eine Nachricht für euch. Lady Manella möchte im Palast mit euch sprechen. Bitte sucht sie dort auf, sobald ihr könnt. Was, Lady Manella? Okay, warte mal. Wir haben ja hier einen Auftrag. Nee. Auf Karte anzeigen. Lady Manella will mich im Palast sprechen. Die Frage ist, ich kann ja hier ins Lager schauen, oder? Life in this country can be hard to bear, but I won't. Nicht hier, sondern hier drüben. Ich komme wie immer nicht klar. Wo ist der Palast? Not sure how much longer. Ich brauche Pfeile. Wo sind Pfeile? Sind die hier? Pfeile werden doch nicht hier sein, oder? Hier. Wasser, Öl, Explosionspfeil. Scheiße. Ich habe kein Giftpfeil. Lol, Schmutz. Can keep me in open. Ich habe 11 Giftpfeile. Let's go. It's tough, but complaining won't do any good. Do come again. Wo ist der Palast denn? Jetzt kann ich die Toxinpfeile machen. Ich glaube, dass der sogar hier ist, oder? Hier ist Färberei. Ich glaube, ich muss sogar hier rein. Aber da muss ich raus. Um in das Viertel zu kommen, im Wohnbezirk zu kommen. Und hier komme ich in den Palast rein. Palastbezirk, okay. Ich muss ja hier irgendwie raus zur Quest. Achso, ich komme wahrscheinlich über den Wohnbezirk zur Quest. Das sieht so heftig aus. Was ist das? Hier ist ein Gong. Was ist hier? Okay. Okay, ich gehe über den Bezirk raus, glaube ich. Ja. Ich muss sogar über den Bezirk rausgehen. Und wir sprechen die, ich habe mir den Namen gar nicht gemerkt. Aber wir sprechen den Palast, weil hier gerade aus dem Palast, hier waren wir noch gar nicht, weil wir vorher die Quests machen wollten. Stadt anschauen und so. Wichtig. Hier ist der Bezirk. Apologies, Master. My mind with the Lambert and Empress Nadinia. It is kind of Her Majesty. Das sieht ja cool aus. Färberei. Also, das müssen wir uns ja alles. To be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here?
Das ist ja cool. Halt, ich spring einfach in die Wasserding überall rein. Ein unvergleichliches Aroma, eine Kostprobe des Himmels in jedem Schluck. Ein Getränk für jene mit einem anspruchsvollen Gaumen. Das ist die Taverne. Okay, da arbeitet wer. Die heutigen Gerüchte sind schwer zu schlagen. Okay, krass. Danke für gar nichts. Jo, wir sind wieder am Ende angekommen. In der nächsten Folge gucken wir an, was hier so abgeht und machen die Quest fertig, hoffentlich. Und ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge, meine Süßen. Dankeschön.